Servus, der Tobi ist zurück. Das hier ist mein neues Studio und heute geht es um Wettermanipulation. Stellt euch mal Folgendes vor: In den kalten, eisigen Weiten Alaskas, unweit der kanadischen Grenze, in einem weiten Tal, das von Bergen umgeben ist, verläuft der Glen Highway. Dort geht eine Schotterpiste ab, die zu einem Eisentor führt. Rechts neben dem Eisentor ist ein leicht verwettertes Schild zu sehen. Darauf steht mit weißer Schrift auf blauem Grund: High Frequency Active Aurora Research Program, kurz HAP. Auf dem Gelände befinden sich vom Nebel umhüllte trostlose Lagerhallen. Und dann dahinter das Herzstück der Anlage: gewaltige Antennen zur Wettermanipulation. Diese schießen mächtige Radiostrahlen in die Ionosphäre hinauf, zu Forschungszwecken, wie behauptet wird. Doch in Wirklichkeit wird die Ionosphäre nur als Spiegel benutzt. So kann jeder Fleck der Erde mittels Energiestrahl beeinflusst werden. Die Weltherrscher können mittels HAP Vulkane ausbrechen lassen und Erdbeben auslösen. Auch haben sie die Macht über das Wetter. Mit HAP lassen sich die Jetstreams des Planeten genauestens steuern und somit das Wetter genauestens beeinflussen. Jedes Mal, wenn HAP das Wetter manipuliert, sieht man so Wellenformationen in den Wolken oben über uns. Und damit wissen wir, wenn HAP im Einsatz ist. HAP kann auch UV-Laserstrahlen einsetzen und damit Waldbrände auslösen. Am 11. September wäre das World Trade Center allein durch die Flugzeuge niemals eingestürzt. Nur mit HAP war es möglich, indem es die Stahlträger zu Staub verwandelt hat. Mittlerweile gibt es viele neue HAP-Sender auf dem gesamten Planeten. Damit hat die Weltherrschaft, die New World Order, kurz NWO, die Macht über die gesamte Erde. NWO sollte auf meinen Propagandakanal gehören, wie Icke1234 unter mein Sturmjagd-Video vom 11. August dieses Jahres schreibt. Die Infokanäle zur Vertuschung der stetigen Weltkriegsführung in Deutschland mit allerhand schönen, neu erfundenen Wetterfantasiebezeichnungen gratis sind natürlich dringend nötig, vor allem auf der NWO-Propagandazentrale YouTube. Und da du ja die Nacht beschwören musst, mit ihm zu sein, hast du auch keinen Zweifel daran gelassen, wes geistiges Kind du bist. Dank satanistischer NWO-Handlungen wie dir stehen auch in D-Tekles Kommandos zuverlässig nachverfolgbar auf dem Spielplan. Das nenne ich Innovation. Danke dafür. In der Hölle werden sie dir dafür schmoren. Was ist jetzt HAP eigentlich in Real Life? Eine Sendeanlage zur Erforschung der oberen Atmosphäre, die zivil, aber auch militärisch betrieben wird. Den zivilen Teil stellt die Universität von Alaska und den militärischen Teil die US Navy und Air Force. Wenn der elektrisch geladene Sonnenwind auf das Erdmagnetfeld trifft, fängt er dieses an, in Schwingungen zu versetzen. Das heißt, Spannung wird induziert, was die geladenen Teilchen des Sonnenwindes entlang der Feldlinie des Erdmagnetfeldes als ein Strom zu den Polen führt. Hier trifft ein Teilchenstrom aus Elektronen und einzelnen Protonen auf die Atome der hohen Atmosphäre. Diese nehmen die Energie des Teilchenstroms auf und geben sie als flugendes Licht wieder ab, was nichts anderes ist als das Polarlicht. Das Ganze passiert in der Ionosphäre. Die fällt bei 85 km an und reicht bis ins Weltall. Die Teilchen des Sonnenwindes laden diese Luftschicht elektrisch auf, an den magnetischen Polen des Planeten natürlich besonders stark. Nur eine aufgeladene Luftschicht kann mit Radiowellen wechselwirken, deswegen befindet sich HAP auch im hohen Norden. Mit dem Sender von HAP schickt man gebündelte Radiowellen nach oben und schaut, was passiert. Diese können Polarlichter leicht verstärken. Ein Teil der Radiowellen wird absorbiert und ein Teil wieder reflektiert. Dieser fängt einen Empfänger am Boden wieder auf. Die Wissenschaftler können so mittels mathematischer Berechnungen Rückschlüsse auf die Zusammensetzung und der Eigenschaften der Hochatmosphäre schließen. Und das Militär will wissen, wie gut die Ionosphäre oben als Funkspiegel taugt. Wenn man sich den HAP-Sender auf Luftbildern anschaut, dann ist das Gelände echt recht überschaubar. Und damit soll mit 400x400 Meter Radioantenne das Wetter beeinflusst werden. Wie soll das gehen? Die Energie, die damit weit oben in die Atmosphäre eingebracht werden kann, ist nur ein mini-mini-minimalster Bruchteil im Vergleich zu dem, was die Teilchenflut der Sonne in die Ionosphäre einbringt. Und weiter unten kannst du mit deinem HAP-Sender überhaupt nichts auslösen. Denn bis auf Gewitter ist die Troposphäre weitgehend elektrisch neutral. Das heißt, du könntest höchstens Gewitter mini-mini-minimals beeinflussen, aber keinesfalls steuern. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, HAP als Waffe einzusetzen, ist, die Aliens mit Helene Fischer zu bestatten.
Befürworter behaupten, dass kurze Kontentstreifen normal sind. Ist aber der Kontentstreifen lang und vergeht nicht, dann kommen alle möglichen Elemente des Periodensystems hinten raus und chemische Verbindungen und sogar Nanoroboter. Damit können Experten auf dem Gebiet sowas von übelst klug scheißen, bis sie heftig informiert und glaubwürdig für den Laien wirken. Dass sich aber ein Kondensstreifen in feuchter Höhenluft nicht abbaut, ja sogar noch die Abgase der Flugzeugtriebwerke für vermehrte Wolkenbildung führen kann, das steht nicht zur Debatte. Sich ausbreitende Kondensstreifen sind ausgebrachte Stoffe und Punkt. Und die Farbe des Kondensstreifens oder die Farbe des Himmels zeigt an, was versprüht wurde. Und so richtig professionell wird das Geoengineering erst, wenn Hart mitmacht. Chemtrails würden nur Sinn machen, um was gegen die globale Erwärmung zu tun. Das heißt, was auszubringen, was die globale Einstrahlung mindert. Tut mir leid. Hab leider vergessen, die Klimaerwärmung ist ja eine Lüge. Die Forschung über Schwebeteilchen und deren Einfluss aufs Wetter steht noch weit am Anfang. Das heißt, wir wissen heute nicht einmal, wie sich der natürliche und menschengemachte Aerosol-Cocktail, wo unter anderem auch die Schwebeteilchen, die aus Flugzeugabgasen rauskommen, dazugehören, sich auf das Wetter und das Klima auswirken. Mal angenommen, wir könnten das Wetter beeinflussen. Dann würden die USA und China die ersten sein, die damit Truppenstürme umlenken würden oder sie so auslösen lassen, dass sie möglichst wenig Schaden anrichten. Aber wir schaffen es ja nicht einmal, so kleinräumige Phänomene wie Tornados aufzuhalten. Vielleicht, wenn wir eine Atombombe reinschmeißen, aber dann ist natürlich der Schaden viel höher, als würde nur der Tornado über die Landschaft ziehen. Dass aber an Wettermanipulation geforscht wird, das ist kein Geheimnis. Man legt dazu zum Beispiel eine kleine Landfläche fest, stellt da ein paar Wetterstationen drauf, impft die Luft darüber mit Silberjodid und schaut, was passiert. Das Einzige, was die Forscher da bisher feststellen konnten, ist, dass der Niederschlag sich etwas erhöht hat und das war's dann schon. Das heißt, von richtiger Wettermanipulation sind wir da noch sehr weit entfernt. Auch die Geschichten der Wetterkriegsführung gehören mehr ins Reich der Mythen und Legenden, weil für Stürme braucht man ein extremes Ungleichgewicht in der Atmosphäre. Und dieses Ungleichgewicht muss dann auch noch genau über der richtigen Region sein, dass man diesen Sturm einsetzen kann. Und darauf wartet echt kein Militär. Und wie wollen die den Sturm aktivieren, wenn er nicht schon selber losbricht? Ja klar, mit Hab. Damit greift die USA schon ihr eigenes Land an. Und den Sturm selber bauen geht auch nicht. Weil diese Menge an latenter Energie bekommst du mit keiner technischen Einrichtung in die Luft. Und kein Land der Erde hat so viele Kraftwerke, um diese Energie bereitzustellen. Egal, hab kann das. Ich schwöre echt. Es gibt Leute, die denken, jedes Gewitter wird von Hab gelenkt. Es schaut zwar noch aus wie ein Gewitter, es donnert auch, aber es ist keins mehr. Gut, bleibt nur noch Luftströme umlenken. Ist doch eigentlich klar, was hunderte von Kilometern breite, energiereiche Luftströme, die tausende von Kubikkilometern an Masse haben, vor eine Trägheit haben. Diese sind so fett und träge, dass sie in den gemäßigten Breiten von der rotierenden Erdkugel runterrutschen und weiter nördlich dann mit kälterer Luft zu Tiefdruckgebieten verwirbeln. Jetzt mal angenommen, mit Hab kannst du was ändern. Der berühmte fucking Schmetterlingsschlag, der Stürme auslöst. Da hast du dann wieder das Problem der gewaltigen Trägheit der Luftströme. Bis sich deine kleine Wirkung hochschaukelt, ist diese durch viele dynamische Prozesse gelaufen. Jene muss man, bevor man Hab einschaltet, genau vorhersagen können, um genau zu wissen, wo man die Energiewellen hinschickt. Und was ist, wenn man sich verrechnet? Es gibt also keinen Grund, warum die Kriegstreiber dieser Welt ihr Geld in eine Waffe investieren sollen, die höchstwahrscheinlich nicht einmal funktioniert. Da ist es doch viel einfacher, mit Drohnen und Marschflugkörpern zu arbeiten. Man markiert ein Ziel, drückt auf Knöpfchen und äschert zielgenau ein. Jetzt kommen die Hagelflieger. Die Sonne brennt auf ein Flugfeld in Süddeutschland und lässt die Luft über der Landebahn flimmern. In der Ferne sind in dunstiger Luft erste weiße Konturen von schweren Gewitterzellen zu sehen. Beim Blick auf das Radar wird klar, die Unwetter werden das Schutzgebiet treffen. Zwei Abfangjäger in Form von kleinen Propellermaschinen heben ab, um das größte Unheil zu verhindern. Am Boden schauen die Geldgeber, meistens aus der Landwirtschaft, stolz zum Himmel, wo die Helden der Lüfte ihren Job erleben.
Die Hagelflieger fliegen direkt unter die Aufwindbasis des Gewitters, wo sie ihre mit Schwarzpulver und etwas Silberjodid gefüllten Düsen zünden. Das Gewitter regnet sich ab, ein schöner Regenbogen erscheint, durch die Hagelflieger entschwinden. Und wenn sie nicht gestorben kommen. Im Kopf funktioniert das ganz einfach. Das Silberjodid sorgt für viele zusätzliche Kondensationskeime, wo sich viele kleine Eiskörner anstelle von einzelnen großen Brocken entwickeln. Und wenn diese kleinen Eiskörner zu Boden fallen, tauen die schon auf und am Boden kommt nur Regen an. Manche Wissenschaftler sehen es aber die Menge der ausgebrachten Kondensationskeime durch Hagelflieger als viel zu gering ein, um überhaupt bei einem Unwetter eine Wirkung zu erreichen. Dann ziehen vor allem Supercell, die Hagelproduzenten Nummer 1, aus unterschiedlichen Richtungen, aus unterschiedlichen Höhen, konstant Luft ein. Da brauchst du schon eine komplette Staffel, um da alles konsequent zu impfen. Und ob es dann funktioniert, das kann dir kein Wissenschaftler genau sagen. Vielleicht wirkt die Silberjodid-Scheiße wie ein Turbo für die Gewitterzelle. Weil mehr Kondensationskeime heißen auch, dass sich mehr Wasser schneller zu Wolken entwickeln kann. Und wenn Wasser von einem gasförmigen Zustand in einen flüssigen Zustand übergeht, dann wird Wärme frei. Und das pusht den Aufwind. Und das kann auch dazu führen, dass Hagelkörner durch einen schnelleren Aufwind erst so richtig dick werden und dann mit der Silberjodid-Impfung sogar dickere Brocken aus der Gewitterzelle fallen. Wie gut der Hagelschutz im Endeffekt funktionieren soll, liegt immer an der Auslegung des Wissenschaftlers, der Statistiken dazu auswertet. Aber selbst pro-eingestellte Arbeiten zu diesem Thema können immer nur von einer gewissen Verringerung der Hagelschäden sprechen. Das heißt leider, das Märchen von dem guten Hagelflieger, der das böse Unwetter stoppt, wird leider nicht wahr. Doch leider spukt es noch in vielen Köpfen der Geldgeber umeinander und es wird auch immer wieder bestätigt, weil wenn ein Hagelunwetter übers Land zieht, dann trifft es immer nur kleine Regionen. Das heißt, häufig denken die Leute, ach super, wir haben die Hagelflieger, wir haben eine schwere Gewitterlage, wir sind auch wieder verstrumpft geblieben. Nur irgendwann lässt dann Petrus hier so ein richtiges Monster drüber ziehen und es trifft dann wieder genau irgendwelche Geldgeber und dann kommt das richtig böse Erwachen. Ich glaube, eine Sache habe ich noch vergessen, das waren doch, ja genau, die Hagelkanonen. Zur Vorbereitung habe ich mir das Präsentationsvideo der Firma InoPower aus Dänemark angeschaut. Das Beste an dem Präsentationsvideo sind meine geklauten Aufnahmen, die so ein bisschen zur Einstimmung laufen. Alles, was danach kommt, ist unter aller Hagelkanone. Die reinste Absocke, completely Bullshit. Die Anlagen der Firma schauen aus wie übergroße Verkehrskegel, die in einem Ding gesteckt sind, in einem Container. In dem Container ist in verschiedenen Tanks Acetylengas, Sauerstoff und Stickstoff. Und diese sorgen dafür, dass in der Unterseite von dem Kegel Verpuffungen stattfinden, die dann Schallwellen in die Atmosphäre transportieren. Auf Präsentationen scheppert das dann schön laut und publikumswirksam. Und wenn das Teil dann mal auf dem Feld steht, dann haben die Nachbarn auch was davon. Und so funktioniert das dann. Eine Schallwelle läuft von unten durch die Gewitterzelle und tut die verschiedenen Ladungszonen miteinander vermischen. Weil in einer neutral geladenen Gewitterzelle kann kein Hagel entstehen. Einem Knallfrosch am Boden, kubikkilometerweise Luft um. Okay, jetzt mal nur für Spaß. Gehen wir mal davon aus, das würde es funktionieren. Wie Hagel entsteht, ist ja klar. Starke Aufwinde. Eiskörner werden in der Schwebe gehalten, Eiskörner werden immer dicker, bis richtig schöne Hagelklumpen entstanden sind und dann fallen sie zu Boden. Jetzt gibt es aber ein Problem, vor allem bei Superzellen hast du an einer Seite einen Aufwind und auf der anderen Seite kommt er wieder runter. Das heißt, wo deine Hagelkanone steht, wird gar nicht der Hagel produziert. Das heißt, dir fällt der Hagel von oben drauf in deine Kanone rein und durch die Schallwellen von unten einen dicken Eisklumpen zu zerbrechen, vergiss es, da musst du genau die Frequenz von dem Eisklumpen treffen, dass der überhaupt so springen würde und keine Ahnung. Okay, jetzt mal nur für Spaß, ich bin so ein Obstbauer und es hat groß gehagelt. So ein Typ von InoPower steht vor der Tür und sagt, wie schaut's aus? Wollen Sie mal unsere Hagelkanone ausprobieren? Sag ich, ja, mei, warum nicht? Ja, dann gehen wir zusammen mal auf den Hügel hoch.
Er stellt das Teil auf, stellt es noch ein bisschen ein. Ja, und dann schaut er immer so glücklich, als er mich anschaut, weil ich habe einen Colt in der Hand. Und dann kommt er mir nur kurz reinsteigen. Ich wieder reinsteigen. Ja, ja, dann diskutieren wir so ein bisschen. Und nach kurzer Diskussion hockt der Typ im Arsch voran seiner Kanone. Ich gehe nur zur Kanone hin, leg den Schalter um und schießt den Typen zum Mond. Weil genau da können die Typen hingeschossen, die so einen Scheiß vertreiben. Ob es eines Tages möglich sein wird, das Wetter richtig zu beeinflussen, also richtig global zu steuern, diese Frage lasse ich jetzt einfach mal offen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Servus, der Tobi. Links gibt es meine NWO Sturmjagd-Propaganda-Videos aus dem Jahr 2017 und rechts zeigt euch der Fahrrad-Rambo, wenn der Boss in der Großstadt ist.